Also wir wissen ja, dass in Berchtoldsdorf einiges im Argen liegt. Der Rechnungshofbericht hat das ja auf unzähligen Seiten auch aufgelistet. Der Bürgermeister hat hier anscheinend einen sehr lockeren Umgang mit den Gemeindegeldern. Wir machen ja gerade eine Kampagne, wo das zu Unrecht eingehobene Geld auch den Bürgern zurückgegeben werden soll. Wir wissen ja alle seit dem Rechnungshofbericht, dass jedem Haushalt im Durchschnitt 800 Euro zu viel abgeknöpft wurde. Mit Gebühren, also ganz im speziellen Wasser und Abwasser. Hier sagt der Rechnungshof, dass diese 800 Euro im Schnitt pro Haushalt zu Unrecht eingehoben wurden. Und wir wollen, dass dieses Geld auch zurückfließt zu den Bürgern. Ich glaube, dass einige Gemeinden, da gehört natürlich Berchtesdorf auch dazu, in der letzten Zeit gewirtschaftet haben, als wäre das Geld abgeschafft. Der Rechnungshof hat das ja auch sehr stark bemängelt, dass hier freihändig Dinge gemacht wurden, die gut für die ÖVP waren, aber wahrscheinlich für sonst niemanden. Es wurden Gemeindewohnungen zum halben Marktpreis verkauft und. Also ein großer Schaden ist entstanden. Am 7. Juni findet die Wiederholung der Gemeinderatswahlen in Berchtoldsdorf statt. Wir sprachen mit Robert Luger, ehemaliger FPÖ-Clubobmann, Nationalratsabgeordneter und derzeit Spitzenkandidat der FPÖ in Berchtoldsdorf. Sehen Sie das ganze Interview in voller Länge jetzt. Herr Luger, warum muss in Berchtoldsdorf nochmals gewählt werden und wie geht es der FPÖ damit? Ja, also wir haben eine Situation, wo jede Stimme zählt. Das heißt, wegen einer Stimme hat die Schuster ÖVP die absolute Mehrheit verloren. Das heißt, es wäre eine gute Situation für Berchtoldsdorf gewesen, denn sie hätte nicht mehr allein regieren können. Wir wissen ja seit dem Rechnungshofbericht, dass da einiges im Argen liegt und jetzt hätte es hier eine Koalition geben müssen. Und jetzt hat man natürlich versucht, durch alle möglichen Winkelzüge hier diese eine Stimme noch aufs Tapet zu bringen. Und man hat das anscheinend auch geschafft und da haben die Grünen einen Einspruch gemacht und wollten das überprüft wissen. Und dann ist rausgekommen, dass da einiges nicht gepasst hat und somit muss jetzt neu gewählt werden. Und wie geht es der FPÖ damit? Grundsätzlich sind Wahlen immer gut, denn der Bürger hat das Wort. Notwendig wäre sie nicht gewesen, denn die Wahlbehörde, die ja stark von der ÖVP beeinflusst ist, hat hier Neuwahlen ausgeschrieben. Aus unserer Sicht nicht notwendig, aber wenn es die ÖVP so will, dann werden wir neu wählen. Corona-Krise hat uns fest im Griff gehabt, auch in Berchtoldsdorf. Wie sehen Sie die Zukunftsentwicklung, gerade auch in Berchtoldsdorf? Also der gesundheitliche Aspekt ist natürlich ein ganz ein wichtiger und wir hoffen natürlich alle, dass es keine zweite Welle gibt und dass wir das Ärgste überstanden haben. Was das Wirtschaftliche betrifft, sieht es leider nicht so gut aus. Hier sind viele, viele Betriebe, die wirklich vor den Ruinen ihrer Existenz stehen, die dringend unterstützt werden müssen. Und hier braucht es natürlich ganz starke Unterstützung auch von Seiten der Gemeinde, dass eben Betriebe nicht zusperren, dass Gastronomen offen halten. Denn es ist ja auch ein Problem der Infrastruktur. Das heißt, wenn reihenweise, und ich habe jetzt einen aktuellen Bericht gelesen, dass ein Drittel aller Gastronomen in der Gefahr steht, zusperren zu müssen langfristig. Also ich glaube, das wäre auch für die Nahversorgung, auch für ältere Menschen, die auch essen gehen wollen oder vielleicht sogar essen gehen müssen, weil sie nichts mehr kochen können oder wollen. Ich glaube, dass das wichtig ist und hier muss die Gemeinde auf jeden Fall einen Schritt setzen. Und der erste Schritt wäre meiner Meinung nach, dass man die Gebühren einmal an das anpasst, was österreichweit üblich ist, was auch andere Gemeinden verrechnen und wo der Rechnungshof sagt, dass es nicht 8 Millionen zu viel sind, die hier eingehoben werden. Und das ist viel Geld, 8 Millionen Euro. Da kann man schon viel machen, da kann man schon einige Betriebe fördern. Und ich glaube, dass hier endlich gehandelt werden muss. In den letzten Tagen hat der Bund den Gemeinden eine Unterstützung, eine finanzielle zugesagt. Wird die reichen? Also grundsätzlich alles, was der Bund zusagt und alles, was der Bund zahlt, muss ja letztlich der Bürger wieder berappen. Denn der Bund hat ja kein Geld. Der Bund hebt Geld ein von den Bürgern mit Steuern. Und wenn der Bund sozusagen ohne Steuereinnahmen Geld vergibt, dann macht er Schulden. Und diese Schulden müssen nur nah von den Bürgern bezahlt werden. Das heißt, man muss hier natürlich sehr vorsichtig sein. Man muss zuerst einmal die Gemeinden zur Sparsamkeit ermahnen. Ich glaube, dass einige Gemeinden, da gehört natürlich Berchtesdorf auch dazu, in der letzten Zeit gewirtschaftet haben, als wäre das Geld abgeschafft. Der Rechnungshof hat das ja auch sehr stark bemängelt, dass hier freihändig Dinge gemacht wurden, die gut für die ÖVP waren, aber wahrscheinlich für sonst niemanden.
Es wurden Gemeindewohnungen zum halben Marktpreis verkauft und. Also ein großer Schaden ist entstanden. Ich glaube, dass das alles bereinigt werden muss. Und erst wenn alle Sparmaßnahmen gehoben sind, kann man über Schulden nachdenken. Denn die Schulden von heute sind die Steuern von morgen. Das wissen wir als gelernter Österreicher und das muss man unterbinden. Was will denn die FPÖ in den nächsten 5 Jahren in Berchtoldsdorf alles umsetzen? Also wir wissen ja, dass in Berchtoldsdorf einiges im Argen liegt. Der Rechnungshofbericht hat das ja auf unzähligen Seiten auch aufgelistet. Der Bürgermeister hat hier anscheinend einen sehr lockeren Umgang mit den Gemeindegeldern. Wir machen ja gerade eine Kampagne, wo das zu Unrecht eingehobene Geld auch den Bürgern zurückgegeben werden soll. Wir wissen ja alle seit dem Rechnungshofbericht, dass jedem Haushalt im Durchschnitt 800 Euro zu viel abgeknöpft wurde mit Gebühren, also ganz im speziellen Wasser und Abwasser. Hier sagt der Rechnungshof, dass diese 800 Euro im Schnitt pro Haushalt zu Unrecht eingehoben wurden und wir wollen, dass dieses Geld auch zurückfließt zu den Bürgern. Wir wollen diese 800 Euro jedem Haushalt zurückgeben und dann wollen wir natürlich die Gebühren, vor allem Abwassergebühren, auf das Maß senken, das der Rechnungshof als angemessen sieht und das auch vergleichbar ist mit anderen Gemeinden, denn in diesem Punkt ist der Berchtoldsdorf ein absoluter Ausreißer. Also man sieht, das ist nur ein Beispiel, was hier alles im Argen liegt. Der Bürgermeister hat irgendwie kein gutes Gefühl für fremdes Geld. Er glaubt, das ist ÖVP-Geld. Auch wenn man sich anschaut, dass er seiner eigenen Partei um 7 Cent pro Quadratmeter ein Gemeindelokal, ein Parteilokal vermietet. Es gibt jetzt gerade einen aktuellen Fall, wo in Niederösterreich eine ÖVP-Gemeinde, sprich die ÖVP verklagt wurde und auch verurteilt wurde, dieses Geld zurückgeben zu müssen. Da hat auch die Gemeinde der eigenen Partei, der ÖVP, ein Gemeindelokal ganz günstig bzw. gratis überlassen. In Berchtoldsdorf 7 Cent am Quadratmeter, das sind für 100 Quadratmeter gerade mal 7 Euro, muss man sich vorstellen. Das heißt, auch hier muss das Geld wieder zurückfließen, die ÖVP muss hier auch bestraft werden und all diese Dinge wollen wir angehen. Ein großes Thema vor der Corona-Krise war auch die Umgestaltung des Marktplatzes. Ist das jetzt noch ein Thema? Also ich glaube, dass in der derzeitigen finanziellen Situation der Gemeinde, wir stehen ja kurz vor der Pleite, solche Umbaumaßnahmen einmal aufgeschoben werden müssen, unabhängig davon, was der Bürger davon hält, denn das muss ja auch noch erfragt werden. Aber ich glaube, dass wir hier größtmögliche Sparsamkeit an den Tag legen müssen. Die Gemeinde ist ja de facto pleite. Es gab jetzt einen Gemeinderatsbeschluss, wo Kreditzahlungen ausgesetzt wurden, muss man sich mal vorstellen, für 2 Jahre. Das heißt, die Gemeinde ist de facto zahlungsunfähig. Und das sind alles Entwicklungen, die natürlich korrigiert werden müssen. Und hier wollen wir als Freiheitliche gleich nach der Wahl den Bürgermeister auch ordentlich an die Kantare nehmen. Das hat ja auch in der Vergangenheit schon funktioniert, aber ich glaube, wenn wir noch stärker werden, können wir noch mehr leisten. Und was wäre ein Erfolg für die FPÖ bei der Gemeinderatswahl? Wiederholung. Also wir haben ja bei der letzten Wahl mit dem Bürgermeister ein gutes Einvernehmen gehabt, dass nach der Wahl gleich besprochen wird, wie die Gebühren gesenkt werden können, auf das Maß, das der Rechnungshof für angebracht hält. Und gleich nach der Wahl hat es der Bürgermeister wieder vergessen und das ist in der Versenkung verschwunden, so wie das meistens der Fall ist. Und deshalb wollen wir viel stärker werden, um eben dieses Thema immer wieder bei jeder Gemeinderatswahl, bei jeder Gemeinderatssitzung aufs Tapet zu bringen. Und hier wollen wir also von einem Mandat auf mindestens 2 oder 3 aufstocken, sodass wir hier wirklich ein starkes Gegengewicht zur ÖVP bilden können. Und optimalerweise wäre es natürlich gut, wenn die ÖVP keine Mehrheit mehr hätte. Denn dann müsste sie sich immer wieder Mehrheiten suchen. Und auch andere Parteien haben gute Ideen. Wir könnten hier sehr viel frischen Wind nach Berchtoldsdorf bringen.